Hallo, ich bin der Maximilian. Hallo, ich bin der Simon. Und ich bin die Eichel. Und wir erklären euch jetzt, wie wir unsere 3D Light Lamp gebaut haben. Also ich erstelle jetzt unsere 3D Lampe über itslito.com und diese schicke ich dann der Eichel zum Slicen. Die Datei, die mir der Maximilian geschickt hat, werde ich jetzt in die perfekte Größe slicen und dann auf die SD-Karte speichern und den dann an Simon geben. Die SD-Karte, die ich von der Eichhörnchen bekommen habe, stecke ich in den Drucker. Und dann erkennt er sie, wähle ich die Datei aus und halte sie vor. Und dann kann ich auch schon drucken. Nach 6 Stunden Druckerzeit ist unsere 3D-Bilderform fertig. Nun baue ich einen 10 Blöcke hohen Dom aus Lego, wo dann die LEDs raufkommen. Nun klebe ich 2 zugeschnittene LEDs mit doppelseitigem Klebeband und einer Schere auf den 10 Blöcke hohen Dom. Wenn dann beide LED-Strips mit doppelseitigem Klebeband an den Dom angebracht hat, kann man auch schon 3 Kabel ranlöten. Das natürlich auf beiden Seiten für beide LED-Strips. Einmal rot für Plus, schwarz für Minus und ein gelbes Kabel, damit man es mit dem Mikrobit verbinden kann und es programmieren kann. Das rote und das schwarze Kabel, also Plus und Minus, führen zu einer Übersetzung zu einer 9 Volt Batterie, die man dann anschließen kann und es dann somit Strom gibt. Da ist natürlich noch kein Programm oben, deswegen funktioniert es auch nicht. Aber ansonsten würde dies jetzt leuchten. Also ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze programmiert haben. Wir haben da erstmal beim Start, dass die Helligkeit auf 1 gesetzt werden soll und die Farbe auch. Dann haben wir erstmal einen Befehl gegeben, dass die LED generell überhaupt erstmal die richtigen Farben ausstrahlen soll. Dann, da, wenn man den Knopf A drückt, ändert sich die Helligkeit um 1. Und wenn man Knopf B drückt, ändert sich die Farbe um 1. Hier haben wir eine Dauerschleife, wo andere Schleifen drinnen sind. Einmal hier, dass sich die Farbe um 1, die Farbe, wenn der Wert auf 1 ist, rot ist. Wenn der Wert auf 2 ist, orange. Und das ganze Zeit so weiter, bis 11. Bei 11 wird die Farbe wieder auf 1 gesetzt, also der Wert wieder auf 1 gesetzt und die Farbe wieder auf rot. Und so ähnlich haben wir es auf Helligkeit. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum 25,5 verschritten. Das liegt daran, dass wir dann am Ende perfekt auf 255 kommen. Denn wir haben einfach 255 durch 10 geteilt und so haben wir dann das perfekt hochgerechnet. Und hier ist es genau wie bei den Farben. Immer wenn man den Knopf drückt, ändert sich der Wert um 1 und die Helligkeit. Und wenn man auf 11 ist, dann ändert es sich wieder auf 1. Ich zeige euch jetzt die 3D Light Lamp. Ich schalte jetzt ein. Hier eine andere Helligkeit. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Design. Das Coole an dieser 3D Light Lamp ist, man kann die Helligkeit und die Farben verstellen. Und dies macht sie so besonders und individuell.